Identität ist eine zentrale Komponente in unserem Leben. Sie hilft, uns selbst zu definieren und uns von anderen abzugrenzen. Im Arbeitskontext definiert sich unsere Identität durch Antworten auf die Fragen: Wer bin ich und was mache ich? Dabei beschreibt die Frage: Wer bin ich, wie wir unseren Beruf in Bezug auf andere wahrnehmen. Antworten auf die Frage: Was mache ich, beschreiben unsere Tätigkeiten im Berufsalltag, also das, was wir täglich zur Erfüllung unserer Ziele und Erledigung unserer Aufgaben umsetzen. Aus beiden Aspekten setzt sich unsere professionelle Identität zusammen. Diese zeigt sich insbesondere in dem Wunsch, mit dem eigenen Wirken Einfluss auf die eigene Umgebung zu nehmen. In unserem Forschungsbeitrag schauen wir uns an, wie künstliche Intelligenzsysteme Arbeitsprozesse von Bankberaterinnen und Bankberatern ersetzen, wie also künstliche Intelligenzsysteme Kernelemente der Tätigkeit ersetzen und wie das die professionelle Identität der Beraterinnen und Berater verändert. Und dazu haben wir eine qualitative Studie durchgeführt. Wir haben mit über 60 Beraterinnen und Beratern gesprochen und uns eben ganz genau diesen Prozess angeschaut und wie sie damit umgehen. Mit zunehmendem technologischen Fortschritt sind Informationssysteme in der Lage, Arbeitsprozesse der Mitarbeiter zu übernehmen und uns bei der Bewältigung von Aufgaben zu unterstützen. Und das gilt insbesondere für künstliche Intelligenzsysteme, also Systeme, die eigene Handlungsempfehlungen generieren können, die Entscheidungen autonom übernehmen können, ohne dass menschlicher Input dafür notwendig ist. Vor der Einführung des KI-Systems war die Kreditvergabe ein aufwendiger Prozess zwischen Kreditberaterin und Kunde. Wenn der Kunde einen Kredit wollte, vereinbarte er einen Termin mit der Beraterin. Diese besaß selbst die Entscheidungskompetenz, über Kreditannahme oder Ablehnung sowie über mögliche Konditionen zu unterscheiden. Wenn die Beraterin den Kredit genehmigte, prüfte die Bank alle Unterlagen und nach einiger Zeit erhielt der Kunde sein Geld. Mit Einführung des KI-Systems änderte sich dieser Prozess fundamental. Während die Beraterin vorher selbst über Kreditannahme oder Ablehnung entschieden hat, gibt sie nun die Daten des Kunden in das System ein. Dieses trifft autonom eine Entscheidung. Die Beraterin kann die Entscheidung des KI-Systems über Bewilligung oder Ablehnung des Kreditantrages nicht verändern oder ablehnen. Dennoch muss sie die Entscheidung dem Kunden gegenüber plausibel kommunizieren und rechtfertigen. Unsere Studie zeigt, dass sich durch die Einführung des KI-Systems nicht nur die Arbeitsprozesse der Beraterinnen und Berater grundlegend verändert haben, sondern eben auch ihre professionelle Rollenidentität. Und dabei haben wir zwei unterschiedliche Gruppen identifiziert. Einmal die Gruppe von Beraterinnen und Beratern, die sich in ihrer Rollenidentität bedroht fühlen durch das KI-System. Das sind diejenigen, die schon sehr lange in der Beratung tätig sind, die ein hohes Level an Erfahrung und Expertise haben. Das sind auch diejenigen, die sich als kreative Problemlöser, als Erfüller von individuellen Wünschen wahrgenommen haben und die jetzt eben ihre Kernaufgabe und ihre Kernkompetenz an das KI-System abgeben müssen. Dann haben wir aber auch eine zweite Gruppe gefunden, die sich in ihrer professionellen Rollenidentität gestärkt gefühlt haben. Und das sind diejenigen, die erst kürzlich in das Beratungsgeschäft eingestiegen sind, die vielleicht vorher auch in anderen Abteilungen, wie beispielsweise im Servicebereich, gearbeitet haben und die erst durch die KI und eben die Möglichkeit, den gesamten Kreditvergabeprozess zu übernehmen, in der Lage sind, als vollumfängliche Kreditberaterinnen und Berater arbeiten zu können. Beide Gruppen haben unterschiedliche Mechanismen entwickelt, um eben mit der Einführung des KI-Systems umzugehen. Die erste Gruppe von Beraterinnen und Beratern haben Mechanismen entwickelt, um ihre alte professionelle Rollenidentität zu schützen und zu verteidigen. Das heißt, sie versuchen, den eigentlichen Kreditvergabeprozess so kurz wie möglich zu halten und dann die verbleibende Zeit mit den Kunden zu nutzen, um über andere Finanzprodukte und Services zu sprechen, wo sie eben wieder ihre Expertise und ihre Erfahrung einbringen können. Und die andere Gruppe von Beraterinnen und Beratern, diese haben Mechanismen entwickelt, um ihre neue Rollenidentität zu stärken. Das heißt, sie beispielsweise nutzen aktiv die Möglichkeit, ihre Verantwortung an das System abgeben zu können, sich über das System rückversichern zu können und sich einfach damit voll und ganz auf die Kundeninteraktion zu konzentrieren. Die Einführung von KI-Systemen bei Arbeitsprozessen birgt das Potenzial, dass man die Profitabilität und die Effizienz erhöht. Und gleichzeitig hat man aber auch das Risiko, dass gewisse Leute keinen Kredit mehr bekommen, weil eben nur noch Menschen Kredite bekommen, die kein volatiles Einkommen haben. Und das macht es so wichtig,
KI-Systeme erklärbar zu machen, und zwar nicht nur für den Kunden, dass der versteht, wie er seine Wahrscheinlichkeit, einen Kredit zu bekommen, erhöht, sondern auch für die Mitarbeiter, dass die verstehen, nach welchem Prinzip diese Kreditentscheidung getroffen worden ist. Und dieses Risiko besteht für viele Organisationen, dass, wenn sie so eine Aufgabe komplett verlagern an ein System, dass sie die Expertise bei den Mitarbeitern verlieren, weil die ja das nicht mehr ausüben müssen und dann eben keine Erklärbarkeit mehr im Haus haben. Und daran sollten viele Organisationen denken, die diese Substitution von Entscheidungen über KI-Systeme durchführen, dass sie darüber nachdenken, welche Mitarbeiter müssen das System verstehen können und wie können wir die Erklärbarkeit im Haus behalten. Sie können nicht einfach so ein System in die Organisation bringen und darauf hoffen, dass der Mitarbeiter dann schon das Beste daraus machen wird, sondern Sie müssen darüber nachdenken, wie ermöglichen Sie dem Mitarbeiter die Beantwortung der Frage, wer bin ich und was mache ich hier, für was werde ich wertgeschätzt? Das muss jeden Tag beantwortet werden und kann nicht einfach ignoriert werden.